Heute ist der 4.4.2012. Mein Name ist Lothar Lange und ich lebe in Dresden. Sprechen möchte ich heute über das Ende des Merkantilismus und warum sich hierdurch die zunehmende Verschuldung eurozentrischer Staaten erklären lässt. Hatten seit Urzeiten Völker andere Völker mit militärischen Mitteln erobert, um sie ausbeuten zu können, haben die eurozentrischen Staaten zunehmend ab dem 17. Jahrhundert das Mittel der offensichtlichen Gewaltausübung zugunsten perfiderer Techniken, nämlich dem Merkantilismus, ergänzt oder ersetzt. Der Merkantilismus, eine Kreation europäischer Volkswirtschaften, besteht im Wesentlichen in folgender Struktur. Eroberte Länder liefern Rohstoffe wie Mineralien oder landwirtschaftliche Produkte an die Eroberer-Staaten zu Preisen, die die christlichen europäischen Volkswirtschaften jener Zeit monopolistisch definiert haben. Gleichzeitig wird diesen Völkern die Weiterverarbeitung ihrer Rohstoffe untersagt, also die Endproduktion fand in den eurozentrischen Ländern statt. Das Handwerk und die Industrie wurden in Europa forciert hierdurch. Waren nun die rohstoffliefernden Länder Lateinamerikas, Afrikas und Asiens schon bei der Ausfuhr um gerechte Bezahlung geprellt, hatten sie nun durch den zwangsweisen Reimport von Fertiggütern, also ihrer Rohstoffe, ein weiteres Mal sich dem Preisdiktat europäischer Staaten zu fügen, wurden also doppelt abkassiert. Hierdurch trat ein zunehmender Handelsexportüberschuss der Eroberervölker zu Ungunsten der eroberten Völker auf, wodurch sich auf der einen Seite erhebliche Gewinne in Europa realisierten anhäuften und sich die dadurch zunehmend unterentwickelten Völker in Lateinamerika, Asien und Afrika um ihre wirtschaftliche Zukunft gebracht sahen. Bedingt durch das Handelsbilanzdefizit, wodurch steigende Verschuldung an die eurozentrischen Volkswirtschaften entstand und die daraus resultierenden Konflikte, Kriege zwischen den jeweiligen Staaten durch militärische Expeditionen zugunsten Europas entschieden wurden. Nachdem zum Beispiel die Engländer Indien erobert hatten, durften sie zwar Baumwolle für den Export nach England anbauen, sie aber nicht spinnen bzw. zu Stoffen weiterverarbeiten. Die Endprodukte hatten die Inder also aus England zu exportieren, wodurch England einen erheblichen Gewinn ziehen konnte, also Handelsbilanzüberschuss. So war es folgerichtig, dass Mahatma Gandhi im Zusammenhang der indischen Befreiung von den Engländern von diesem ausbeuterischen System im Sinne der Engländer, also illegal, die Weiterverarbeitung im eigenen Lande vorantrieb. So organisierten sich die christlichen europäischen Nationen über Jahrhunderte eine fortwährende Surplus-Profitraten-Maximierung, bei Adolf erzielt, wodurch die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Staaten ermöglicht wurde. Dass dann die Prosperität der eurozentrischen Staaten mit einer rassistischen Überlegenheit dem christlichen Glauben oder aber zum Beispiel mit den demokratisch-parlamentarischen Errungenschaften erklärt wurde, verweist auf eine entlarvende Geschichtsschreibung, sich ihrer wirtschaftlichen Erfolge selbstreferenziell selbstrechtfertigend zu erklären und wird somit den wissenschaftsgeschichtlichen Fakten nicht gerecht. Vor allem seit dem Ende des sogenannten Zweiten Weltkriegs 1945 und insbesondere seit zwei Jahrzehnten verliert der Merkantilismus seine Wirkungsmächtigkeit zu Ungunsten der eurozentrischen Staaten.
Gemeint sind die EU, also die europäischen Staaten, die USA, Kanada, Australien etc. Zugunsten bislang durch den Merkantilismus benachteiligter Staaten wie Indien, China, Russland, Brasilien, Iran und so weiter. Die einseitigen Exportüberschüsse, zum Beispiel Europas, gleichen sich fortschreitend aus oder aber fallen zunehmend zugunsten vormals einst eroberter, unterentwickelter Staaten aus, der BRIC-Staaten und Indien und so weiter. Zwar versuchen verstärkt die NATO-Staaten, kleinere Volkswirtschaften wie Afghanistan, Libyen, Irak etc., die sich ebenfalls zunehmend den merkantilistisch oktroyierten Regeln nicht mehr fügen wollen, wieder wie zu Zeiten des Kolonialismus der vergangenen Jahrhunderte mit dem unmittelbaren militärischen Druck durch Bomben und Panzer an die Kandare zu legen. Doch gelingt es den eurozentrischen Staaten, vor allem bei den größeren anderen Volkswirtschaften, nicht mehr ohne weiteres. Die Welt scheint in dieser Hinsicht gerechter geworden zu sein, doch haben sich die eurozentrischen Nationalökonomien Kostenstrukturen gegönnt, die sie jetzt nicht mehr aufrechthalten können. Da aber die Kostenapparate sich in den westlichen Volkswirtschaften so hochgeschaukelt haben, tritt nun die Geschichte gerade Europas in eine Phase, und diese verstärkt seit 20 Jahren ein, der binnenökonomischen Verarmung, zunehmend größerer Bevölkerungsanteile auch in Deutschland, Prekariat, Altersarmut, um nur zwei Anhaltspunkte zu setzen. Denn wenn sich andere Völker nicht mehr ausplündern lassen, werden die eigenen volkswirtschaftlichen Potenziale ausgeplündert, was geradezu einer Kolonialisierung nach innen entspricht, zur Renditensicherung der jeweiligen Machteliten, also auch in Deutschland. Dass der Merkantilismus nicht mehr funktioniert, ist daran zu erkennen, dass der weltlich betrachtet höhere Lebensstandard in den eurozentrischen Ländern bis vor 20 Jahren von den merkantilistischen Opfervölkern finanziert wurde und da ein Sprung in der Weltwirtschaft eintrat und seitdem wir Europäern unseren Ressourcenverbrauch selber finanzieren müssen, aber nicht mehr können und hierdurch die massive Staatsverschuldung begann. So verbrauchen die Menschen in den eurozentrischen Staaten das Zigfache an Rohstoffen pro Kopf wie Menschen der anderen Staaten der sogenannten Dritten Welt, was sich auf Dauer nicht aufrecht halten lässt und zwangsweise, wenn es nicht zu friedlichen Verständigungen kommt, in kriegerischen Handlungen ausarten muss, zu Lasten der ungerechten Besitzstandswahrung der westlich-christlichen Völker. Gold, Silber, Öl, Mineralien und so weiter kommen nicht mehr zu Nulltarifen in Europa an. Die Rohstoffe werden mittlerweile in den Ursprungsländern zu Endprodukten gefertigt. Dadurch stellt sich ein zunehmendes Handelsbilanzdefizit, zum Beispiel der Europäischen Union, also Europas und damit auch Deutschlands, zunehmend ein. Weil die eurozentrischen Staaten grundsätzlich keine Konzepte für eine sich verändernde Welt haben und weiter wirtschaften wie seit Jahrhunderten, sich zunehmend verschulden, damit haben wir den jetzigen Zustand erreicht. Der europäische Rettungsmechanismus EMS, der dieser Tage debattiert wird und wohl auch beschlossen wird oder wurde, ist hier ein Beleg. Hatte einst Maynard Keynes im Rahmen seiner Texte zur antizyklischen Finanzpolitik betont, wenn die Wirtschaft einer Volksökonomie schwächele, habe der Staat durch Verschuldung seinerseits das investive Klima der Volkswirtschaft zu beleben. Aber hat auch Maynard Keynes ausgeführt, dass dieses Rezept für konjunkturelle Krisen nicht, aber für strukturelle
wirtschaftliche Krisengelder, also Staatsverschuldung, nicht bei konjunkturellen, sondern bei strukturellen Krisen. Die Volkswirtschaftler die Wirtschaftskrise vorsätzlich oder irrtümlicherweise als konjunkturelle Krise bewerten und damit den falsch interpretierten Keynes missbräuchlich praktizieren, die Zunahme der Staatsverschuldung insgesamt nicht zur wirtschaftlichen Stabilisierung rezessiver Volkswirtschaften auch in Europa beitragen konnten, ist hier der offensichtliche Hinweis gegeben, dass es sich seit Jahrzehnten um eine strukturelle Krise handelt, nämlich die mangelnde Einsicht, dass die wirtschaftliche Prosperität ohne merkantilistische Machenschaften nicht mehr erfolgreich funktioniert. Europa also nicht noch mehr Schulden machen darf, sondern die Lehre aus der Geschichte zu ziehen hat, nämlich wie die europäische Wirtschaft ohne Merkantilismus lebenswerte existenzielle Bedingungen für seine Bürger schaffen kann. Was wir also heute brauchen, ist eine humane, den Interessen aller Völker entsprechende, bescheidenere Gesellschaft, wo das weniger an Ressourcenverbrauch gerecht verteilt wird. Gerade der Merkantilismus hat bis zum heutigen Tag dafür gesorgt, dass ein Zehntel der Menschheit, die USA, die EU, Kanada, Australien etc., die Hälfte der Rohstoffe verbraucht. Dieses ist auch im Zusammenhang unveräußerlicher Menschenrechte, siehe UNO-Charta, nicht mehr zu rechtfertigen und wird die eurozentrischen Länder, wenn sie nicht freiwillig zum bescheidenen Maß finden, zwangsweise dazu führen, dass alsbald ein Umdenken stattfinden wird. Das Anwachsen der Staatsverschuldung bedeutet das Ausmaß der politischen Unvernunft. Die Entscheidungsunwilligkeit auch der Europäer in dieser Hinsicht, diese Reformen nicht anzugehen, Lösungen nicht zu organisieren, stattdessen ersatzweise die Verschuldung auszubauen, führt dann erst recht zu einem unüberschaubaren Desaster mit nicht kalkulierbaren Auswirkungen. Lasst uns dafür sorgen, dass Begriffe wie Imperialismus, Kolonialismus, Neokolonialismus, Rassismus, Faschismus und Merkantilismus endgültig Begriffe der Geschichtswissenschaft werden, aber im alltäglichen Leben auf der Welt keine Rolle mehr spielen. Frei nach Beethoven, alle Menschen werden Brüder und Schwestern.